Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Chemiewaffenexperten dürfen offenbar morgen in syrische Duma reisen. Das teilte ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums mit. Den Ermittlern der Organisation für das Verbot chemischer Waffen war der Zutritt bislang verweigert worden. Sie sollen den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff vom 7. April untersuchen. USA und Großbritannien werfen Russland groß angelegte Cyberattacke vor. Demnach sollen russische Hacker weltweit zentrale Router und Server infiltriert haben. Ziel seien staatliche, aber auch private Organisationen, heißt es. Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Nach weiteren Beratungen in der Nacht soll heute eine Entscheidung bekannt gegeben werden. Verhandelt wird für die etwa 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Pulitzerpreis für Weinstein-Enthüllungen. Die US-amerikanischen Zeitungen New York Times und The New Yorker erhielten die Auszeichnung für die Aufdeckung der Affäre um die sexuellen Übergriffe des früheren Hollywood-Produzenten. Die Berichterstattung löste die sogenannte MeToo-Bewegung aus. Buschfeuer in Australien. Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen die Brände am Stadtrand von Sydney. Mehr als 2000 Hektar Land sind bereits verbrannt. Zahlreiche Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Begünstigt wurde die schnelle Ausbreitung der Flammen durch eine extreme Trockenheit und hohe Temperaturen. Das Wetter nach Auflösung lokaler Nebelfelder, meist heiter bis wolkig, im Süden und Osten vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 11 bis 24 Grad.